Bring it home, das war das Motto des EC Red Bull Salzburg für die Playoffs der diesjährigen Win-Today Eishockey League. Denn nach 6 Jahren sollte der Meisterpokal endlich wieder in die Mozartstadt zurückkommen. Diese Mission haben die Red Bulls dann auch tatsächlich erfüllt und zwar auf eindrucksvolle Art und Weise mit einem Triple Sweep, also 12 Playoff-Siegen in Serie. Couldn't be more proud, couldn't be more excited for the boys. It feels heavy, but what a fucking season. Oh, sorry for cursing, but man, I don't care right now. Glücksgefühle und Emotionen pur bei den Kufencracks des EC Red Bull Salzburg nach dem letzten Spiel der Saison im ungarischen Székes Fehérvár. Und die waren auch mehr als verständlich, hatten die Salzburger mit dem 3:1 Auswärtssieg im 4. Spiel der Finalserie der Win-Today Ice Hockey League doch Historisches geschafft. Die Red Bulls holten sich nämlich den insgesamt 7. Titel und das ohne eine einzige Niederlage in 12 Playoff-Spielen. Den Salzburgern, die schon den Grunddurchgang als Tabellenerster beendet hatten, wurde in den Playoffs alles abverlangt. Viele Matches waren extrem eng, so auch das Spiel 4 der Finalserie gegen bärenstarke Teufel aus Fehérvár. Erst ein Geniestreich von Thomas Raffl brachte die Salzburger auf die Siegerstraße. Der Kapitän traf mit dem Puck per Rückhand durch die Beine zum 2:1 ins Tor. Mit einem Empty-Net-Goal besiegelte der beste Verteidiger der Liga, TJ Brennan, schließlich den Playoff-Sweep und damit den Meistertitel für den EC Red Bull Salzburg. Ja, ich glaube, jedes Spiel war hart in den Playoffs. Also es hat uns keiner was geschenkt. Wir haben wirklich gekämpft bis zum bitteren Ende. Wir haben unser Spiel durchgezogen und ich glaube, verdient mit 12 Siegen die Meisterschaft gewonnen. A sweep it is, fucking Reds! Ich muss sagen, es war eine spezielle Truppe. Wir haben immer hart an uns gearbeitet. Für uns war der Weg das Ziel und ich glaube, am Ende sind wir einfach dafür belohnt worden. Wir haben so viele starke Charaktere in der Mannschaft und wir haben fucking Reds. Es ist nie gleich wie das letzte Mal, es ist immer was Neues. Die Mannschaft ist unglaublich. Mein erster Titel seit ich Kinder habe, also ich bin einfach überglücklich. Nach dem letzten Spiel in der Regular Season und dann in den Playoffs haben wir einfach so zusammengeschweißt. Wir haben so viel geredet, so viel miteinander gemacht. Es hat einfach so viel Spaß gemacht heuer. Triple Sweep, es passiert nicht jedes Jahr und ja, es ist einfach eine spezielle Mannschaft, mit der du das erleben kannst. Es war wirklich eine nahezu perfekte Saison für den EC Red Bull Salzburg, an der jeder seinen Anteil hatte. Wichtige Puzzleteile waren auch jene Spieler, die der Verein über Jahre hinweg in der Akademie selbst ausgebildet hatte und für die nun ein Traum in Erfüllung ging. Ja, es ist unglaublich. Ich habe früher zugeschaut, wie der Heinrich und der Raffl den Pokal raufgestellt haben vor mir und ich war auf der Tribüne und war, glaube ich, 10 Jahre alt. Und jetzt selber da stehen mit die zwei und das ist einfach ein Wahnsinn. Es ist so ein geiles Gefühl, es ist unbeschreiblich, glaube ich. Man kommt mit 14 als kleiner Bub rein in die Akademie und denkt sich, wenn man die ganzen Fotos sieht, boah, eines Tages würde ich gerne mal mit der ersten Mannschaft am Eis stehen und die Trophäe in die Hand haben. Und genau das haben wir heute geschafft und es ist unglaublich. Ja! Nach 6 Jahren ist der Meisterpokal also wieder zurück in der Mozartstadt. Die tagelangen Feierlichkeiten fanden bei der offiziellen Meisterparty im Volksgarten schließlich ihren Höhepunkt. Die Stars des EC Red Bull Salzburg ließen es noch einmal so richtig krachen, denn bald geht es schon wieder los mit der Mission Titelverteidigung in der Win-Today Ice Hockey League.